Rührend, Kanye West erfüllt todkranken Fan letzten Wunsch. Was für eine starke Geste. Sängerin Taylor Swift, 28, feuert neulich noch einen offensichtlichen Seitenhieb gegen Rapper Kanye West, 40, und bezeichnete ihn als Narzissten. Doch diese Story spricht nun eine ganz andere Sprache. Der Ehemann von Kim Kardashian, 37, erfüllte vergangene Woche einem todkranken Fangirl seinen letzten Wunsch. Er plauderte und rappte mit ihm. Laut TMZ hatten die Angehörigen des krebskranken Mädchens alles versucht, um den Megastar zu erreichen. Als die Bitte um Kontaktaufnahme endlich bei ihm ankam, reagierte er unverzüglich. Via FaceTime rief er die Kleine an, um ihr damit ihren größten Traum zu erfüllen. Nachdem der zweifache Papa eine Zeit lang mit ihr geredet hatte, brannte ihr noch eine Kleinigkeit auf der Seele. Sie bat den Musiker, ihr Lieblingslied I Love Kanye zu rappen. Auch das tat er noch für sie. Kanye selbst hat dieses rührende Erlebnis nicht öffentlich gemacht, im Gegensatz zu einer Bekannten der Familie des Mädchens, die den Vorfall am 3. Januar auf Twitter schilderte. Fünf Tage später twitterte: Wir beten für ihre Familie. Die kleine Hip-Hop-Liebhaberin war nämlich nur kurze Zeit nach Kanyes Anruf gestorben.